Der sechste und letzte Spieltag in der Gruppenphase steht an und damit herzlich willkommen nach Hause. Und die Grundsituation in der Gruppe ist klar. Schauen wir, was da heute auf dem Platz passiert. Der FC Augsburg war in der letzten Auswärtspartie ja erfolgreich, als man auf den ersten FC Köln traf. Ja, eigentlich sollten die Zeichen nach diesem 3:2-Sieg ja erneut auf Erfolg stehen. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass es heute richtig schwierig wird. Und da wird uns die Startformation von Fenerbahce eingeblendet. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Und da ist sie, die Startaufstellung des FC Augsburg. Und das Spiel läuft. Das sechste Spiel für Sie in dieser Euroleague-Gruppe. Mal sehen, wie Sie hier in die Partie kommen. Fernandão. Tielemans. Sané. Erkin. Van Persie. Und Nani. Sehr gut reingespielt. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Tielemans. Max. Brandt. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Fernandão! Eckball. Gefährliche Flanke. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Der kommt gut. Und Eckstoß. Keeper war dran, er faustet den Ball weg. Ein super Trick und der klappt auch noch. Wir sind noch früh im Spiel, da reicht Freistoß auf jeden Fall. Hier muss er nicht auch noch eine Karte zeigen. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Jetzt Van Persie. Flanke kommt, wird das eine Chance? Kein Abnehmer da für die Flanke. Widrige Bedingungen heute, es schneit und das macht die Partie für die Spieler natürlich nicht ganz so einfach. Ja, aber der Rasen ist bespielbar. Bin mal gespannt, wie lange das so bleibt. Max. Den Ball kann er abfangen. Sané. Max. Er lässt den Gegner stehen. Er entscheidet auf Freistoß. Kim. Und jetzt ein Zweikampf. Fantastisch gelöst vom Abwehrspieler. Max. Super durchgesetzt. Sie rücken schön nach. Bieten sich an. Topal. Fernandão. Volkan Şen.
Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Ein gelungener Pass. Macht er ihn. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Fernandão. Volkan Şen. Und das ist ein Ball für einen Torhüter. Gar kein Problem. Fernandão. Sieht gut aus. Der Pass kommt. Robin van Persie. Fernandão. Er steht gut und hat den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Da kommt der Schuss. Er trifft den Pfosten. Nani. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Esswein. Mehmet Topal. Was geht der für ein Risiko? Jetzt könnte er gelb-rot bekommen. Und er geht noch mal so rein, obwohl er schon gelb hat. Aber er hat Glück. Es gibt nur Freistoß. Tielemans. Bessere Bedingungen für eine Grätsche kann es ja gar nicht geben, wenn es so rutschig ist. Mehmet Topal. Ball bei Van Persie. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie. Und er schießt. Und Tor! Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, da passt er nicht auf. Nicht gut verteidigt. Erkin. Fernandão. 3 Minuten gibt es noch zusätzlich in dieser Partie. Volkan Şen. Guter Pass, das könnte Chance werden. Gut gemacht, gutes Tackling. Tielemans. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Und hier sieht man noch mal genau, wie der Ball noch vom Pfosten abgelenkt wird. Der passt aber auch wirklich ganz genau. Ein paar Zentimeter weiter und er springt wohl wieder raus. Nochmal der Treffer. Diesmal aus einer anderen Perspektive. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Beide Teams waren... Der Schiedsrichter hat die zweite Hälfte angepfiffen. Es kann also weitergehen mit diesem 6. Gruppenspiel in der Euroleague. Noch 45 Minuten, dann ist die Gruppenphase beendet. Das muss ein Elfmeter sein. Keine Frage für mich, Buschi. Hier muss es Elfmeter geben. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Er hält den Ball. Klasse Aktion hier bei diesem Elfer. Also der Mann hält seine Truppe hier definitiv im Spiel. Das ist eine Torhüterleistung, die man ganz, ganz selten sieht. Esswein.
Da geht er auf Nummer sicher, zurück zum Torhüter. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat den Ausgleich kurz vor der Pause gemacht. Gute Leistung. Thielemans. Da verlieren sie den Ball. Ganz starke Flanke. Eswein. Sie machen sich das Leben selbst schwer. Es gibt wieder Elfmeter. Tja, und so kannst du die Spiele dann auch nicht gewinnen, wenn du dir jedes Mal wieder selbst schadest. Elfmeter! Und wenn sie Pech haben, er macht den Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Und das ist ja keine einfache Situation beim Elfmeter. Du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern, aber er lässt sich nicht kirre machen und verwandelt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Kann er den Ball behaupten? Topal. Da kommt der Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Ja, das gibt Eckball. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Eswein. Jetzt kann er den Ball nochmal einwerfen. Sané. Gökhan Gönü. Nun Tufan. Erkin. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Sie bekommen einen Einwurf. Da könnte was draus werden. Und jetzt Nani. Topal. Nicht gut verteidigt. Jetzt Nani. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Da hat er sich nicht abschütteln lassen. Jetzt hat er den Ball. Sané. Da entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Hier der Vergleich beider Teams bezüglich der Foulspiele in dieser Partie. Thielemans. Sie haben den Ball. Fernandão. Van Persie. Sauberes Tackling von ihm. Eswein. Jetzt ist er auf und davon. Sané. Da ist er drin, ein tolles Tor. Was meinst du, Buschi? Hat das Wetter den Torhüter hier beeinflusst, beeinträchtigt? Ja, ich glaube schon. Aber das als Ausrede zu...
nehmen, das ist mir zu einfach. Das kann er besser lösen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Brandt! Er hält ihn nicht! Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Es klingelt schon wieder. Also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. Ja, so dicht vor dem Tor natürlich überhaupt kein Problem, diesen Ball zu versenken. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Ozan Tufan. Gökhan Gönül. Brandt. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Ich gebe es ganz offen zu. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Nur Freistoß. Der Unparteiische lässt die zweite gelbe stecken. Glück gehabt. Ja, er lässt milde walten. Gute Grätsche, er hat den Ball. Da könnte jetzt eine Chance entstehen. Da kommt der Schuss. Sie wollen wieder rankommen oder zumindest nicht komplett untergehen. Esswein. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Auch hier richtig gesehen vom Unparteiischen. Das war ein Foul. Da sieht er die rote Karte, aber die Aktion kam natürlich auch so ein bisschen durch den Schnee zustande. Ja, kann schon sein, aber Foul ist Foul. Da muss er geschickter agieren. Ozan Tufan. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Und er schießt. Noch ist Zeit und sie möchten den Spielstand gerne erträglicher gestalten. Der Ball geht allerdings nicht rein. Maximilian Arnold. Jetzt Diego. Bruno Alves. Topal. Gökhan Gönül. Flanke kommt, wird das eine Chance? Na, nie! Jetzt zeigen sie immerhin Charakter und versuchen zumindest wieder etwas ranzukommen. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Jetzt bringt er die Flanke rein. Die Flanke kommt gut rein. Tor! Er macht ihn mit dem Kopf! Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4-2. Diego am Ball. Das ist riskant. Er ist bereits verwarnt und spielt hier faul. Klare Angelegenheit, rot. Und das hat er sich selbst zuzuschreiben. Kein Vorwurf hier an den Schiedsrichter. Fernandão an die Latte. Und da klärt er ganz fantastisch. Das Spiel ist vorbei und der Endstand lautet 4-2.
Thank you.